much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Fever. Hallo, ich bin die Janesche aus Oberösterreich und ich suche nach einem feurigen Mann. Ihre Kinder haben die Bewerbung ausgefüllt und da steht, transsilvanisches Blut sucht nachhaltigen Snack. Warum? Warum? Weil ich bin in Siebenbürgen in Rumänien geboren und ich bin als ungarische Minderheit aufgewachsen und ich lebe seit 31 Jahren da in Österreich. Wie soll also dieser nachhaltige Snack sein? Dieser nachhaltige Snack sein? Huh, so einfach ist es nicht. Weil ich bin eine sehr lebendige und eine sehr selbstständige Frau auch. Ich mache immer was. Ich gehe zum Beispiel sehr gerne Skifahren, wandern. Ich mache Yoga, ich tue viel meditieren. Und das hilft mir, dass, wenn ich zu viel Energie habe, das mich ein bisschen runterholt. Das heißt, Sie brauchen nicht 5 Kaffees am Tag? Ich trinke überhaupt keinen Kaffee. Dann, glaube ich, drehe ich rumherum, wenn ich zu viel Kaffee trinke. Dann kleben Sie an der Decke. Das könnte passieren. Wie schaut ein erotischer Mann aus? Erotischer Mann? Das ist. Ich mag zum Beispiel so staatliche Männer. Ich würde jetzt sagen, der Gerard Butler, das ist so ein Typ. Aber für mich, dass er blond oder braun oder. Das wäre mir eigentlich egal. Weil wenn ich denjenigen dann sehe, dann weiß ich, ist es oder ist es nicht. Ich bin schon lange Single und ich glaube, jetzt wird schon Zeit. Ich muss jetzt aus meiner Komfortzone heraus. Mein Ex-Ehemann war auch von Rumänien. Wir waren befreundet. Und er ist nach Österreich dann geflüchtet. Das war in der Ceausescus Zeit. Und in den 90er Jahren dann bin ich zu Besuch gekommen und bin ich dann da geblieben. Wohnen Ihre Kinder noch bei Ihnen? Nein, die alle beide sind schon seit langem Flügge. Meine Tochter ist Juristin und mein Sohn ist ein Astrophysiker. Ui, verstehen Sie, was er Ihnen erzählt über die Arbeit? Nein, aber ich höre ihm immer gerne zu. Und ich bin so froh, dass sein Herzenswunsch nachgegangen ist. I'm gonna go, 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 there's no stopping. Würden Sie sich lieber in einen Ungarn oder in einen Österreicher verlieben? Für mich die Nationalität spielt nicht so große Rolle. Es ist wichtig, dass der andere ein guter Mensch ist. Fever in the morning, fever all through the night.
Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Wie würden Sie das Gefühl des Verliebtseins beschreiben? Schmetterlinge im Bauch. Ich fühle mich leicht. Mein Lächeln hört nie auf. Momentan sind bei Ihnen nur die Schmetterlinge an der Wand, Emesche. Genau. Ja. Das soll sich ändern. Ja, hätte ich sehr gern. Fever till you sizzle, but what a lovely way to